Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute soll es darum gehen, Naturstoffe, also Wolle und Daunen, wie pflege ich die eigentlich richtig und wie lagere ich sie denn auch vernünftig? Wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, es gibt verschiedene Naturfasern und verschiedene Nutzen draußen. Zum Beispiel benutzen wir Wolle sehr gerne, weil sie robust ist, vielleicht auch einfach als Kleidung oder weil sie sehr wärmend ist. Und Daune? Weil sie leicht ist und auch weil sie uns gut wärmen kann, zum Beispiel in unserem Schlafsack oder manchmal auch in Jacken. Allerdings muss man sagen, dass sie meistens mehr Geld kosten und auch dann mehr Pflege benötigen. Fangen wir mit Wolle an, denn das ist eigentlich noch relativ am einfachsten. Zum Beispiel eine Wolldecke, wie gehe ich mit der um? Im Endeffekt ist Wolle selbst schmutzabweisend, schon durch seine Art und Weise der Konstruktion. Wobei Konstruktion hier in Anführungszeichen zu setzen ist, weil es natürlich kein geschaffenes Produkt an sich ist, denn die Wolle wächst ja immer noch am Tier und wird nicht in der Fabrik gegossen. Das heißt, Wolle ist von selbst durch seine Fettbeschichtung, die das Tier ja mitgegeben hat, schmutzabweisend und sobald es auch dann getrocknet ist, es ist natürlich auch ein bisschen wasserabweisend, somit reicht dann einfaches Abbürsten des Drecks, sobald die Wolle getrocknet ist. Also unsere Wolldecke oder vielleicht einen Lodenanzug, den wir haben, etc. etc. können wir einfach mit einer Kleidungsbürste, ja, oder einer Schuhbürste, wo am besten noch nicht die Schuhcreme drin ist, natürlich leicht ausbürsten. Falls man unbedingt seine Wollsachen mal waschen möchte, weil sie vielleicht ja doch zu dreckig geworden sind, um sie mit einer Bürste zu waschen, schafft euch bitte vernünftiges Waschmittel an, also spezielles für Wolle. Worauf muss man da besonders achten? Dass es keine fettlösenden Eigenschaften hat, weil ansonsten geht fast der ganze Sinn von den Naturfasern der Wolle ja komplett verloren, weil das ganze Fett ja auch dann rausgespült wird. Das heißt, das wollen wir vermeiden. Es gibt spezielles Waschmittel dafür. Da könnt ihr einfach in verschiedenen Shop gucken, in den Drogeriemarkt oder auch online. Die Lagerung von Wolle wiederum ist auch eigentlich vollkommen unproblematisch. Das Einzige, wo man vielleicht darauf achten sollte, ist, dass es nicht die gesamte Zeit über UV-Strahlung ausgesetzt ist. Dadurch kann es ausbleichen und dass es vor Tieren vielleicht ein bisschen geschützt ist, ja, dass da nicht eine Maus dran nagt und sonst irgendwas in der Richtung. Aber ansonsten eigentlich genauso wie ja, ihr auch sonst eure Jacken und ähnliches lagert. Daune als solches ist natürlich ein fantastisches Naturprodukt, wenn es denn artgerecht gewonnen worden ist. Da ein bisschen immer drauf achten, also finde ich so, rate ich euch ans Herz, dass da die Gänse nicht zu sehr gequält worden sind, dass sie vielleicht auch einfach aus einer normalen Schlachtung stammen und dann tot gerupft worden sind, etwas in der Richtung. Daune ist dieser kleine buschige Teil unten an der Feder dran. Normalerweise hat man immer so ein Daunen-Federgemisch, ja, 15% Federn, 85% von den Daunen dann. Daune selbst ist super fluffig, hat ebenfalls die natürliche tierische Fettschicht, die auch die Wolle hat und ist super effizient. Sollte nur nicht nass werden möglichst, denn wenn sie nass wird, verklumpen diese ganzen kleinen feinen Daunenfäden sozusagen zusammen und bilden so eine matschige Pampe, die dann nicht mehr wirklich warm hält. Normalerweise ist Daunen in einen Kunststoffüberzug eingearbeitet, das heißt, wenn da einfach mal ein Fleck drauf kommt, nimm dir einfach einen kleinen nassen Lappen, ja, ich sag mal besser feucht als nass und versuch einfach die Flecken ein bisschen abzureiben. Mehr muss man da normalerweise gar nicht machen. Wenn du allerdings die Daune dann wirklich mal waschen willst, also auch deinen Daunenschlafsack, dann gehst du am besten genauso vor, wie du es auch bei einem Daunenkissen oder einer Daunendecke zu Hause machen würdest. Experten sind da natürlich Bettgeschäften, ja, die wirklich noch Daune anbieten und sich damit auch wirklich auskennen. Denn beim Waschen solltet ihr sehr stark darauf achten, dass ihr natürlich ein Wollwaschprogramm habt, wo möglichst viel Wasser hinzugegeben wird und ihr braucht auch wieder ein spezielles Waschmittel, das bitte nicht fest fettlöslich ist, denn dann geht auch der Sinn von der Daune verloren. Damit reicht's aber noch nicht, denn die Trocknung der Daune ist auch nochmal eine Sache für sich. Habt ihr einen Trockner zu Hause, ist das Ganze relativ einfach. Ihr tut euren nassen Daunenschlafsack, euer nasses Daunenkissen oder sonst irgendwas in den Trockner rein, stellt möglichst einen schonenden Gang ein und legt ein paar Tennisbälle mit hinein, die beim Rumwirbeln des Daunenkissens oder eures Schlafsacks die Daunen die ganze Zeit hin und her stoßen beim Trocknen und sie so wieder in ihren eingenähten Polstern verteilen. Normalerweise müsst ihr das bei einem Daunenschlafsack mehrere Male hintereinander machen.
Das heißt, ihr macht das ja so zwei, dreimal ordentlich hintereinander, so lange, bis es einigermaßen vernünftig trocken ist. Wenn ihr auf die Tennisbälle verzichtet, kann es sein, dass diese Klümpchen, die sich natürlich beim Waschen bei der Daune gebildet haben, dass die nicht mehr auseinandergehen sozusagen und dann auch als Klümpchen wieder trocknen. Das heißt, man hat dann sozusagen so ein Pad, ja, eingenäht zum Beispiel in seiner Jacke, und der Daunen sind alle als Klümpchen unten dann, ja, liegend, und oben wird dir halt nicht mehr warm gehalten in dem Pad. Schwieriger wird es, wenn du keinen Trockner zu Hause hast. Dann gibt es eigentlich nur folgenden Tipp: Du wäschst es auch genauso wie vorher, aber dann wendest du es ständig und schüttelst es immer ein bisschen auf. Das heißt, du legst deinen Daunenschlafsack gerade hin, nicht hängen, weil sonst hast du diese klassische Klümpchenbildung, dann sackt alles nach unten, sondern du legst den hin und schüttelst ihn jede Stunde einmal ein bisschen durch, wendest ihn wieder und machst das den ganzen Tag über immer wieder, um die Bauschkraft deiner Daunen perfekt, naja, annähernd perfekt wiederherzustellen. Das ist ein bisschen arbeitsaufwendiger. Sucht euch vielleicht einfach Freunde, die einen Trockner haben, oder geht zu einem Waschsalon. Es gibt nicht mehr viele, in Städten gibt es ab und zu noch mal Waschsalons, und guckt euch das da an, ja. Natürlich könnt ihr sowas auch zum speziellen Reinigungsbetrieb geben, wenn ihr zu diesem Betrieb Vertrauen habt. Daune muss noch mal ein bisschen spezieller gelagert werden. Es ist zum Beispiel bei Daune nicht angebracht, nicht besonders gut, wenn man sie die ganze Zeit hängend hat. Liegend ist dabei optimal, damit sich halt auch nicht durch den Druck die ganze Zeit die Klümpchen unten bilden und dann später erstmal wieder vernünftig ausgeschüttelt werden müssen. Ja. Und auch, dass es nicht zusammengeknüllt ist. Bei Kunstfaserschlafsäcken geht das mittlerweile, ja. Aber dass man Daune immer relativ aufgebaut vielleicht einfach irgendwo liegen hat. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel einen großen Schrank, wo oben so ein dünnes Regalfach ist. Ja, legt den da einfach aufgebauscht so rein, ne, quer. Und dann ist das die ordentliche Lagerung, die man damit machen kann. Möglichst natürlich, ohne dass dort Feuchte vorhanden ist. Manche Wände ziehen ja ein bisschen von Altbauten. Unkomplizierte Stoffe sind natürlich Kunstfaser und Baumwolle. Da muss man eigentlich fast nichts an Pflege und Lagerung beachten. Das sind einfach unkomplizierte Stoffe. Sie haben aber auch ihre Vor- und ihre Nachteile, und es gibt durchaus Anwendungsgebiete für Daunen und für Wolle. Natürlich ist alles, was ich euch gesagt habe, nur etwas, das für das Allgemeine gilt. Ihr habt immer ein Etikett oder eine Online-Anleitung oder sonst irgendwas für euer Produkt, eure Lieblingssache. Ja. Guckt da immer am besten nochmal drauf, weil zum Beispiel sollte auf jedem draufstehen, dass immer Weichspüler ist der Tod für Wolle und für Daunen. Das sollte eigentlich niemals benutzt werden unter gar keinen Umständen. Also schaut einmal auf das Etikett drauf, was dort wirklich steht. Ja. Und das, was ich gesagt habe, wird dann sozusagen durch das, was dort auf dem Etikett steht, nochmal weiter eingeschränkt. Ich hoffe, die kleinen Tipps haben euch gefallen. Ja. Wenn du etwas mitnehmen konntest, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt wieder weitere Videos, Outdoor-Tipps und Tricks im Adventskalender. Einfach mal reinklicken, und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren für weitere Tipps und Tricks-Videos. Ich sag dann mal tschüss, tschüss, bis zu den nächsten Videos.